arbeiten nicht nur Bankkaufleute. Bestes Beispiel bin ich. Ich bin als Diplomsoziologe in dieses Haus gekommen und habe letztendlich meinen Weg gemacht. Und das gilt für jeden anderen auch. Also wenn man Lust hat, sich zu verändern, wenn man sagt, okay, das, was an der Börse läuft, was ist ein Bulle und letztendlich wie so ein Bär und was heißt das alles andere und was ist ein Girokonto und ich möchte das gerne alles mal von der Pike lernen, dann sollte man zur Comdirect-Bank kommen, weil hier kann man das letztendlich wirklich erlernen. Wir fangen ganz Hutsche an für die Kollegen, also wir unterstützen sie, indem wir Kommunikationsseminare, Fachseminare mit denen machen. Wir nehmen sie quasi an die Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist immer jemand an deren Seite, der sie unterstützt. Und wenn man den Mut und die Leidenschaft hat, sich zu verändern und was Neues zu machen und die Sachen mit einem ganz anderen Blick zu sehen, dann sollte man zur Comdirect-Bank kommen, weil wir geben diesen neuen Blick. Mein Weg zur Comdirect fing an mit der Ausbildung zum Automobilkaufmann. Als junger Mann war ich dann in der Situation, mich zu fragen, macht mir irgendetwas mehr Spaß als Autos zu verkaufen? Bin dann zur Versicherung gewechselt, habe im Außendienst gearbeitet. Diese Tätigkeit hat mir jetzt nicht ganz so viel Spaß gemacht und habe mich dann dazu entschlossen, meine Bewerbung bei Comdirect zu geben. Der Grund, warum ich das getan habe, ist, dass ich ein großes Sicherheitsbedürfnis hatte. Dadurch, dass wir in der Kinderplanung waren und ich nicht mehr auf Provision arbeiten wollte, war es ein legitimer Schritt, nach einem Arbeitgeber zu suchen, der ja, gute Rahmenbedingungen bietet. Deswegen habe ich hier angefangen. Also den Job ausmacht vor allem der Kundenkontakt. Das ist ganz wichtig. Man muss wirklich gerne mit Menschen arbeiten. Die Menschen kommen auf dich zu. Das heißt, in den seltensten Fällen rufst du an, sondern die kommen mit ihren Fragen, Aufträgen, was sie haben, zu uns telefonisch durch. Und du musst halt ganz einfach erstmal gesagt das umsetzen, was die wollen. Aber oft auch gehört dazu, dass du nochmal nachfragst, dass du die Bedürfnisse der Menschen erkennst. Also ich finde, bei der Comdirect Bank zu arbeiten, ist einfach kein Stillstand. Das heißt, wenn ich mir irgendetwas angeeignet habe und ich möchte mich verändern, dann ist das hier überhaupt gar kein Problem. Das ist was, warum ich zum Beispiel 16 Jahre noch hier bin, weil ich immer die Möglichkeit hatte und immer auf offene Ohren gestoßen bin bei den Führungskräften, die schon jeden ganz individuell ansehen und gucken, was bringt derjenige mit, was können wir demjenigen aber auch noch an die Hand geben, damit er vielleicht sich entwickeln kann und dorthin kommt, wo er gerne hin möchte. Das ist heute nicht unbedingt das, was ich vor 16 Jahren dachte, wo ich mal landen werde. Was sich aber im Laufe der Zeit und auf dem Weg hier in der Comdirect Bank so ergeben hat und ich denke auch für jeden Quereinsteiger hier ergeben könnte. Also was mir vor allem gefällt, ist, wenn du hier neu als Kollege reinkommst, du wirst sofort offen aufgenommen. Also die Leute gehen auf dich zu. Das heißt, selbst wenn du neu bist und unsicher bist, kein Problem, du wirst in die Gruppe aufgenommen, muss man echt sagen, da ist kein Konkurrenzdenken. Wir sind ein Team und nur gemeinsam können wir letztendlich die Bank nach vorne bringen. Und die Bank nach vorne bringen heißt ja auch für dich selber dann, weil nach vorne kommt. Du hast immer die Möglichkeit, dass du deinen Stärken nach wirklich eingestuft wirst oder auch die Möglichkeit, dass deine Stärken zu fördern. Und das sind so die Hauptpunkte, die mich hier begeistern.